Hallo, heute möchte ich Ihnen die Unterschiede zeigen zwischen einem konventionellen Kompressor von Metabo und dem Weldinger Flüsterkompressor. Einfach, dass man mal die Geräuschkulisse vergleichen wird. Ich fange an mit dem Metabo-Kompressor. Und jetzt mal den Flüsterkompressor. Ich denke, da kann man wirklich noch weiter dabei sich unterhalten und man wird verstanden. Das mehr braucht man eigentlich dazu nicht sagen. Das sagt mehr als tausend Worte. Ich denke, die Entscheidung sollte schon gefallen sein.